Hallo ihr Lieben, willkommen zu Steffis Unboxing. Heute machen wir uns ein wunderschönes Abendbrot. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit meiner lieben Laura sitze ich am Tisch. Laura, die wird wieder eure Fragen beantworten und wird eure Kommentare lesen und schreibt fleißig, was ihr wissen möchtet oder was ihr loswerden möchtet, in die Kommentare. Ihr habt hier an der Seite auch einen kleinen Warenkorb und einen kleinen Marktstand. Da könnt ihr raufklicken, dann seht ihr, welche Produkte heute alle vorgestellt werden. Und genau, da könnt ihr einfach raufklicken, könnt die Sachen auch direkt mit in den Warenkorb packen, wenn ihr irgendwas dabei habt, was ihr unbedingt haben möchtet. Und ich stelle euch heute wieder ein ganz tolles Manufakturpaket vor. Diesmal zum Thema Abendbrot. Das ist nämlich unsere Abendbrotbox. Die ist schon wieder riesengroß und ganz schön schwer. Die mache ich direkt mal auf, weil Laura und ich, wir haben schon ganz doll Hunger. Wir haben extra nichts gegessen und werden jetzt perfekt zur Abendbrotzeit um 18 Uhr mit euch zusammen Abendbrot essen. Vielleicht sitzt ihr auch am Abendbrotstisch gerade und schaut die Live-Show. Dann könnt ihr gerne mal in die Tasten tippen, was ihr denn so esst. Da sind wir auch ganz gespannt und ich zeige euch jetzt, was in unserem wundervollen Manufakturpaket Abendbrotbox drin ist. Und zwar hier oben seht ihr es, da habt ihr eine Bäckertüte, da ist nämlich ein Brot mit drin und ihr seht es jetzt so, wie es dann bei euch ankommt. Wir haben nämlich in unserem wunderschönen Manufakturpaket ein leckeres Dinkel-Fermentbrot drin. Das ist ganz fluffig. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das wird direkt nach dem Backen kurz auskühlen gelassen und dann wird es hier so in einer Folie verpackt, damit es schön frisch bleibt und frisch bei euch ankommt. Und das wird auch erst ins Paket gepackt, wenn das Paket auf Reisen zu euch geht. Also da braucht ihr nicht Angst haben, dass wenn euer Paket mal irgendwie 3 Tage noch nicht versandt wurde, dass das, das Brot dann schon im Paket liegt, sondern das kommt erst ganz frisch am Morgen, wird es gebacken und kommt dann ein neuer Paket und dann geht es los auf die Reise zu euch. Und dieses Dinkel-Ferment-Brot ist ganz besonders lange frisch und haltbar und ihr könnt es bestimmt sehen, das ist so ganz, ganz fluffig. Ich schneide es auch gleich nochmal an. Ich hoffe, das knistert jetzt nicht so laut die ganze Zeit. Ich schneide es gleich nochmal für euch an, dann könnt ihr sehen, dass es ganz fluffig und weich ist und natürlich ganz besonders lecker schmeckt. So, das lege ich erstmal zur Seite. Unser Dinkelferment ist mit drin. Dann haben wir als nächstes eine Truthahn-Salami, die damit bei ist. Eine ganz leckere Truthahn-Salami, die Laura gleich mal für euch verkosten wird. Laura hat schon gesagt, sie ist ein Riesenfan von und freut sich schon darauf. Vivi auch. Vivi nickt gerade. Vivi hat auch Hunger. Vivi kann aber erst nach dem Film dann verkosten. Ich mache dir auch eine Stunde, okay? Genau, die ist damit bei. Die gute Karls-Truthahn-Salami, die scheint sehr beliebt zu sein hier. Ja. Dann packen wir weiter aus. Unsere Leberwurst darf beim Abendbrot natürlich nicht fehlen. Die gute Karls-Leberwurst, die machen wir auch gleich auf eine schöne Stulle. Und die ist natürlich ganz besonders, weil sie schön grob ist. Und ihr habt da ein paar Kräuter mit drin. Und steht natürlich auch Schweinefleisch und Schweineleber. Und ihr habt Zwiebeln mit dran. Und die ist ganz besonders aromatisch vom Geschmack her, also schön, schön würzig und lecker und die machen wir auch auf jeden Fall gleich auf und ich finde allein das Glas ist schon ein totales Highlight, ne? Also ihr kriegt die halt nicht irgendwie so fertig abgepackt in Plastik, sondern in einem schönen Glas, was ihr danach auch weiterverwenden könnt. Also richtig toll und wir alle benutzen ja unsere Karlsgläser als Trinkgläser und machen da die verrücktesten Sachen draus und benutzen die Karls Marmeladengläser weiter und hier habt ihr wieder ein ganz tolles Glas, wo ihr zum Beispiel ein schönes Windlicht draus machen könntet, könnte ich mir vorstellen. Also seid kreativ mit unseren Gläsern, die könnt ihr nämlich wunderschön nachhaltig weiterverwenden. Die Leberwurst von Karls ist mit dabei. Dann zeige ich euch, was noch mit drin ist in unserem Paket. So, ich krame mal ein bisschen. Unser toller Café de Paris Dip. Und da freut sich Laura, glaube ich, schon am allermeisten drauf. Die hat mir nämlich erzählt, dass sie den früher, als hier noch die Verkostung war und man überall probieren konnte, dass sie diesen Dip heiß und innig geliebt hat. Und sie hat schon gefragt, ob sie das angefangene Glas da mitnehmen darf. Und mal gucken, ich
koste erstmal und dann entscheide ich, ob ich das mit ihr teile oder ob ich es alleine mitnehme oder ob ich es ihr gebe. Aber ich glaube, ich gebe es ihr, wenn sie da so ein Fan von ist. Und damit werde ich gleich eine schöne Café de Paris Butter zubereiten. Da könnt ihr gleich einmal zuschauen, das mache ich live und dann verkoste ich auch live mit euch. Ich habe ihn nämlich selber noch nicht getestet. Und ich werde auch gleich noch einen Sour Cream Dip mit euch machen, also alles fürs Abendbrot. Und seid gespannt und bleibt auf jeden Fall dran. Unser toller Café de Paris Dip, den zeige ich euch nochmal. Ich kann euch auch gerne vorlesen, was da drin ist, nämlich Knoblauch, Zwiebel, Kurkuma, Meersalz, Karotten, Cayennepfeffer, also ist wahrscheinlich ein bisschen schärfer, Sellerie, Pfeffer, Curry und ja, ich bin total gespannt. Eine Café de Paris Butter gibt es gleich. Laura meinte, sie isst es am liebsten mit Creme Fraiche. Den habe ich heute nicht dabei, aber Butter. Und mal gucken, was sie dazu sagt. So, dann geht's weiter. Wir haben noch, ihr merkt, das Paket ist so schwer, weil hier viele große Sachen mit drin sind. Unser feiner Gurkentopf, da freue ich mich schon drauf. Ich liebe saure Gurken. Die werde ich dann schön gleich auf die Leberwurststulle für Laura drapieren. Und genau, den werde ich euch auch gleich einmal aufmachen und bin total gespannt, warum denn die feinen, die Gurken von Karl so gut schmecken. Habe ich nämlich auch noch nicht. Es gibt so viele Produkte bei Karls und ich konnte mich einfach noch nicht durch das gesamte Sortiment kosten. Aber jetzt habe ich ja die Möglichkeit, dadurch, dass ich hier so schöne Manufakturpakete unboxe und den feinen Gurkentopf, den gibt es gleich auch noch bei uns. Den stelle ich schon mal. Knüllerwitz dazu. Ach so, ja. Oh, gut, dass du dran denkst. Wir haben nämlich einen Knüllerwitz, den hat unsere liebe Teamleiterin Nadja. Ich hoffe, du guckst jetzt zugebracht. Und zwar geht er so. Treffen sich zwei Gurken im Glas, sagt die eine, lass mich auch mal ans Fenster. Also Laura lacht. Also wir haben wirklich letzte Woche... Der ist eigentlich so schlecht, dass er schon wieder lustig ist. Genau, also wir haben letzte Woche, Freitag war das, glaube ich, ne? Da haben wir im Büro gesessen und wir haben Tränen gelacht. Also wir waren irgendwie ganz schön angegackert und fanden den super lustig. Ja, ihr könnt uns ja gerne mal verraten, was ihr von dem Witz haltet. Genau. Und vielleicht auch weitererzählen. Mal gucken. Irgendwann kommt er wieder bei Nadja an und dann weiß sie, woher es kommt. Ne? Okay, wir packen mal weiter aus. Ihr habt in unserer tollen Abendbrotbox nämlich noch unsere Lohburger Landeier mit drin. Und die werden natürlich auch ganz sicher verpackt hier. Ihr könnt es sehen, in Stroh werden die gebettelt. Richtig schön. Und dadurch kommen die natürlich schön gepolstert bei euch an und auch ganz sicher, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir haben schon ganz, ganz viele von unseren Lohburger Landeiern verschickt. Und das Tolle an den Lohburger Landeiern, ich habe hier auch welche fertig gekocht, die mache ich euch gleich mal auf, die sind aus einem mobilen Hühnerstall. Und das Tolle ist daran, dass die Hühner, die sind in dem mobilen Hühnerstall und wandern über eine Walnussplantage den ganzen Tag entlang und können dort auf der Walnussplantage dann sich frei bewegen und da ein schönes Leben leben und die leckersten Eier überhaupt erzeugen. Und die zeige ich euch auch gleich einmal. Das sind Eier in Größe L, also die sind wirklich ordentlich schwer. Das Paket ist auch wirklich schwer. Und genau, die sind da auch mit drin, 6 Stück. Und die schmecken ganz besonders gut, weil sie halt von ganz, ganz glücklichen Hühnern kommen, die auf der Walnussplantage rumlaufen. Also eine wirklich ganz tolle Sache. Und besser geht's, glaube ich, nicht. Hier steht auch nochmal drauf, mobile Freilandhaltung, immer frisches Gras. Ja, also glückliche Hühner, die euch diese wundervollen Eier besorgen. Und als letzten Artikel, gratis, habt ihr unsere Karlschips mit drin. Das sind ja die ganz besonders knusprigen Chips in der Variante Tomate Paprika. Wir haben sie aber auch noch in Sour Cream und im Barbecue. Und unsere leckeren Karlschips sind dann quasi der Snack für nach dem Abendbrot, wenn man dann auf der Couch sitzt und sich abends noch einen Film anschaut. Mal gucken, teilen wir uns die nachher noch und dann sitzt jeder von uns auf seiner Couch und isst noch so eine halbe Tüte Chips. Genau, die habt ihr gratis in der Box mit dabei und die Box kostet 29 Euro. Und genau, Abendbrotbox könnt ihr auch direkt auf dem Marktstand. Wenn ihr hier an der Seite klickt, könnt ihr alle Produkte sehen, die ich euch hier gleich noch zeige, weil wir sind ja noch nicht fertig. Ich packe die Box jetzt erstmal zur Seite. Das war der Inhalt. Und jetzt fange ich dann an, ein wirklich köstliches Abendbrot zu bereiten. Ich habe schon mal ein bisschen was hingestellt. So ein bisschen frisches Gemüse. Hier haben wir die Eier gekocht, die mache ich gleich einmal auf. Und dann möchte ich euch natürlich das Brot zeigen. So. Das kommt ja... Ich muss aufpassen, dass die
Eier hier nicht runterfallen. Das kommt ja, wie gesagt, hier in der Tüte bei euch an, damit es schön frisch bleibt. Und dieser Fermentteig, der bleibt ganz besonders lange frisch und haltbar und saftig und wird nicht so schnell trocken. Ich hole mir mal kurz einen großen Teller. Da packe ich das Brot gleich mal rauf. Und Laura, möchtest du lieber dünne Scheiben oder dicke? Nee, mach ruhig dünne. Dünnere, okay. Dann versuche ich das mal hinzukriegen. Natürlich mit unseren guten Karlsmessern, die ganz besonders scharf sind. Damit klappt das auf jeden Fall. Und dann schneide ich euch gerne hier mal das Brot an. Mit den Karlsmessern klappt das easy. Also ihr seht, dass das gleitet wie Butter durch. So, das ist der Kanten. Den kriegt Vivi mit Fett Truthahn Salami drauf. Und hier schneide ich 2-3 dünne Scheiben für Laura. Ich glaube, Laura will mehrere Sachen probieren, deswegen lieber dünnere Scheiben. Ne? Und ihr könnt es. Kannst du noch mal sagen, wie viel das Paket kostet? Das Paket kostet 29 Euro. So. Das kannst du aber auch sehen, wenn du unten auf den Marktstand klickst. Dann siehst du alle Artikel auch mit den Preisen dazu und kannst dir auch alles direkt in den Warenkorb packen. Und so, hier möchte ich euch nochmal zeigen. Also, das ist wirklich ganz, ganz. Ich hoffe, man kann es irgendwie sehen. Das ist ganz feucht und ganz weich und richtig lecker. Das ist kein trockenes Brot, so wie man es vielleicht manchmal aus dem Supermarkt kennt, sondern das ist ganz grob, porig, richtig schön aufgegangen und ganz saftig und lecker und aus Dinkelmehl, also richtig schön. Und das Fermentbrot ist auch dafür bekannt, dass es richtig toll bekömmlich ist. Auch für Leute, die vielleicht nicht so Brot vertragen. Genau, hier schneide ich nochmal eine Scheibe ab, damit wir auch alle satt werden. Und die Karlsmesser, die sind echt, ihr seht es ja, wie ich hier durch das Brot schneide, die sind der Oberknaller. Nämlich richtig schön scharf. So, jetzt zeige ich euch mal. Ich habe hier mir vorhin im Träger-Grill, der ist hier in Rövershagen ja geöffnet. Und ich hoffe, ihr habt mitbekommen, dass die Bauernmärkte auch wieder ganz normal geöffnet sind und ihr uns hier unter den geltenden Maßnahmen besuchen könnt. Und wir freuen uns darüber, dass wir hier endlich wieder viele Personen haben und endlich wieder Leute zu uns kommen können. Und es ist ein richtig schönes Gefühl, hier wieder durch den Markt zu laufen und Personen bei uns sehen zu haben. Und hier habe ich mir ein bisschen Butter beim Trägergrill vorhin geholt. Und jetzt nehme ich mir einmal den Café de Paris Dip und werde die Butter machen, die so super köstlich sein soll, die Café de Paris Butter. Und Laura freut sich schon ganz doll drauf. Möchtest du dann noch was drauf haben? Soll ich dir da direkt die Truthahn Salami mit drauf schneiden oder was würde dir dann gefallen dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Ihr könnt gerne mal gucken kommen. Jetzt habe ich gerade eine Nase genommen. Das ja riecht auf Tipp jeden auf, Fall doll nach Knoblauch. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Knoblauch dran und ihr seht die wunderschöne Farbe. Und ja, dass es wirklich richtig toll mit Zwiebeln ist und mit Knoblauch und mit Kurkuma. Davon kommt die schöne Farbe. Und da gebe ich jetzt einfach mal in etwa so viel ran. Was ist denn das? Vielleicht ein Teelöffel? Ein bisschen mehr als ein Teelöffel, ja. Ein gehäufter Teelöffel. Und dann, also das könnt ihr auch gut vorbereiten. Und die Café de Paris Butter, da habe ich mich belesen, die könnt ihr richtig schön zum Beispiel auch auf ein Steak geben. Und dann schmilzt die so schön ein, wenn das Steak noch warm ist. Und dann müsst ihr das einfach so ein bisschen vermischen. Und dann habt ihr gleich eine wundervolle Butter, die ganz herrlich lecker schmecken soll. Also es riecht auf jeden Fall schön nach Knoblauch. Ich bin ja total der Knoblauch-Fan. Und ja, die Kollegen morgen im Büro werden sich mit Sicherheit freuen, aber wenn es schmeckt, dann ist einem das ja eigentlich egal, nicht wahr? Also dank der Masken kann man ja da auch nicht so viel riechen. So, ich schaffe das jetzt nicht, das hier ganz klein und perfekt zu machen. Ihr wisst ja, Kräuterbutter herstellen dauert ein bisschen länger, aber ich hoffe, das reicht so für die liebe Laura. Und genau, da haben wir einmal die Café de Paris Butter. Die könnt ihr dann auch schön nochmal im Kühlschrank ein bisschen ziehen lassen, damit sich die Geschmäcker richtig schön entfalten. Und ich nehme jetzt hier einfach einmal so ein bisschen. Hattest du jetzt gesagt, dass du da irgendwas mit drauf haben möchtest? Ja, ich dachte, vielleicht jemand, der gerade zuschaut, kann uns sagen, isst man Café de Paris Butter mit was drauf oder einfach so? Ich würde es jetzt einfach pur essen tatsächlich. Du kannst auch ein paar Tomaten drauf haben oder ein bisschen Gurke. Ich probiere es einmal pur und einmal dann mache ich mir gerne Tomate drauf.
Okay, dann kannst du es gleich einmal pur. Also ihr seht, die Farbe ist echt schön. Und beim Grillen ist es auch eine ganz tolle Angelegenheit, wenn man zum Beispiel so ein Baguettebrot nimmt und das einschneidet und sich da selber dann die Café de Paris Butter reinmacht. Richtig, richtig köstlich. Und hier, liebe Laura, du hast deine erste Stulle zum Verkosten. Genau, Mia hat auch gerade geschrieben, sie würde es auch so pur essen. Okay, Mia, danke für deinen Hinweis. Laura ist glücklich. Mhm. Schmeckt so lecker. Schön. Kann gar nicht. Es ist salzig und auch würzig. Es ist mega. Es ist scharf. Es ist ja Chili, glaube ich. Nee, Cayenne-Pfeffer war es. Nee, auf dem Essen. Oh, jetzt wird es ein bisschen scharf. Jetzt ein bisschen. Es ist, genau, ja. Cayenne-Pfeffer ist mit drin. Genau, also am Anfang ist es sehr salzig und dann wird es ein bisschen scharf. Aber es ist so wie früher, als ich es immer bei Karls genascht habe. Ja. Yeah. Super lecker einfach. Ich muss noch mal essen. Hm. So, ich habe jetzt leider kein Zwiebel dabei. Genau. Na, komm, mal kurz rein. Aber was kann ich mir dann jetzt noch darauf machen? Ich glaube, ich nehme mir mit eine Tomate. Meinst du, Tomate passt am besten? Ich glaube, Tomate passt ganz okay. gut. Guck mal, dann gebe ich dir hier gerne noch eine Tomate. Ich hoffe, du kleckerst nicht über deinen Rechner drüber. Und passt das mal in der Kombination. Ich stelle mir das total lecker vor mit dem Knoblauch und... Vor allem, weil es auch ein bisschen salzig ist und bin totaler Salzfan. Und was sagst du zu dem Brot, zu unserem tollen Dinkel-Ferment-Brot? Also es hat vorhin auch jemand gefragt, ob die Kruste hart ist. Nee, also das Brot ist wirklich ganz, ganz weich. Ja. Und mit der Tomate super lecker. Toll. Guck mal, ich schneide hier schon ein paar von unseren tollen Gurken auf. Ich wollte dir nämlich auch noch eine wunderschöne, herrlich schmeckende Leberwurststulle machen. Dazu habe ich einmal die Gurken schon geöffnet. Ich habe jetzt leider euch nicht den... Also es ist ja kein Trick, aber wenn ihr die nach Hause bekommt, ich hatte gerade überlegt, wie man die aufmacht, ihr müsst einfach an dem Gummi hier ziehen und dann geht das Vakuum weg und dann könnt ihr ganz einfach den Deckel öffnen und das Glas könnt ihr auch wieder ganz, ganz toll weiterverwenden. Entweder wenn ihr selber irgendwas einwecken möchtet oder ihr nehmt das als wunderschönes Kerzenglas. Also wenn ihr da eine Kerze reinstellt mit ein bisschen Dekosand dazu oder sowas, ist eine ganz, ganz schöne Angelegenheit. Kriegt ihr natürlich gratis dazu. So, dann hatten wir ja noch gesagt, wir haben die Leberwurst hier. Unsere gute Karls-Leberwurst, die mache ich euch auch nochmal auf und dann könnt ihr gleich sehen, was ich meine. Ihr zieht hier dran und dann ist das Vakuum weg und dann könnt ihr ganz einfach den Deckel aufmachen. Und dann riecht die schon so richtig typisch wie eine Leberwurst. Und ihr könnt sehen, die ist so ein bisschen gröber. Also jeder, der die grobe Leberwurst mag, der wird hiermit glücklich. Und da habt ihr auch ganz viele Kräuter mit dran. Also dass die wirklich richtig schön, nicht so langweilig schmeckt, sondern richtig schön intensiv. Und da schmiere ich der lieben Laura jetzt auch noch eine Leberwurststulle. Die lässt sich perfekt verstreichen, die Leberwurst. So, und dann... kommt da auch noch ein bisschen saure Gurke mit drauf, eingelegte Gurke. Die sind jetzt ein bisschen dick geworden, Laura. Ist nicht schlimm. So. Du hast ordentlich Hunger, wir haben beide nichts mehr gegessen seit dem Mittag. Und mal schauen, was die Laura hier sagt. Schöne Grüße übrigens an Franziska, die vorhin geschrieben hat, sie wäre gerne bei unserem Mädelsabendbrot dabei. Also ich bin ja wirklich absolut der herzhafte Typ. Ja. Ist genau das Richtige für alle herzhaften Menschen. Schmeckt super. Also kannst du nochmal den Gurkenwitz erzählen? Nochmal, weil die Leute ihn so toll fanden. Ihr könnt uns ja gerne auch in die Kommentare schreiben, ob ihr noch andere tolle Witze kennt. Dann können wir Nadja morgen mal noch ein paar andere Witze erzählen und sie mit besseren Witzen vielleicht betteln. So, ich wollte euch mal noch zeigen. Ich habe hier wir haben nämlich noch unser Dip-Trio. Das wollte ich euch auch noch zeigen, weil perfekt zum Abendbrot passt nämlich auch unser Dip-Trio. Da fehlt jetzt einer. Ich habe mir nämlich den Sour Cream Dip genommen, also unsere Sour Cream Mischung. Und die habe ich hier schon an Magerquark Frischkäse gepackt. Und damit werde ich gleich einen ganz tollen Aufstrich zaubern, auch fürs Brot. Den werde ich auch gleich selber verkosten. Na, ich bin ja auch mal dran. Und Laura hat eine Frage, habe ich gerade gesehen. Genau, Maya fragt, wer eigentlich immer diese tollen Boxen packt.
Ja, das ist die liebe Gila. Genau, Gila, die packt immer die wunderschönen Boxen für uns. Und ihr könnt hier sehen, die, also Gila macht immer eine fertige Box, die zu ist. Und dann macht sie immer noch eine wunderschöne Box, wo alles ganz schön drapiert ist, damit ihr auch wunderschön nochmal gucken könnt, was dann alles enthalten ist. Und ganz liebe Grüße an Gila. Die macht das immer ganz, ganz toll. Und die hat da so eine kleine kreative Ader und hat da einen richtigen Blick für, wie man alles ganz schön packen kann. Und die macht das immer. Die packt eure ganzen wunderschönen Manufakturpakete. Und ich wollte euch noch zeigen, hier ist jetzt der wunderschöne, nicht wunderschöne, der ganz toll würzige, leckere Sour Cream Dip, den wir gleich noch auf eine Stulle geben. Und da kommt gerade, glaube ich, ein Witz rein. Laura ist nämlich am Lachen. Okay, Laura, erzähl mal, ja, was du für einen Witz hast. Rainer hat geschrieben, wie heißt ein beleidigtes Brot? Wie heißt ein beleidigtes Brot, ist hier die Frage. Schmollkornbrot. Schmollkornbrot. Das ist kein Vollkornbrot, sondern ein Schmollkornbrot. Okay, danke Rainer, der war lustig. Laura hat sich auf jeden Fall amüsiert. Ja. So. Okay, ich zeige euch noch ein anderes Brot. Und zwar wollte ich ja noch unsere wundertollen Loburger Landeier euch zeigen. Ich will heute irgendwie immer wundervoll sagen, aber es ist alles einfach ganz toll. Und ich bin total happy, dass ich hier gerade mit der Laura Abendbrot essen darf. Ich habe nämlich ordentlich Hunger und jetzt werde ich mir auch gleich mal selber eine Stulle machen. Ich schäle mir jetzt eins von unseren tollen Loburger Landeiern, die von ganz glücklichen Hühnern kommen. Das muss jetzt schnell gehen, deswegen sieht es leider nicht so ordentlich aus. Aber ich zeige euch gleich mal, wie die von innen aussehen. Und ihr seht es hier schon, das bricht gerade ein bisschen auf, weil ich mir nicht ganz so viel Mühe gebe. Es ist ein ganz, ganz großes Eigelb. Und jetzt schneide ich einmal kurz das Ei an und gebe das nämlich auf. Ich hätte mich mal besser vorbereiten sollen hier und Eier schon schneiden sollen. Ich wusste nicht, dass es unter Druck so schwierig ist, Eier einzuschneiden. Und jetzt mache ich mir nämlich hier eine Stulle mit unserem tollen Sour Cream Dip. Mein Freund wird sich wahrscheinlich freuen, wenn ich nachher so nach Knoblauch stinke. Aber wir haben ja gerade gesagt, wenn es schmeckt, dann ist es egal. So. Das geht wirklich total simpel. Am besten macht ihr das aber so, dass ihr das schon vorbereitet und den Dip dann ein wenig durchziehen lasst. Dann können die Kräuter nämlich so ein bisschen Feuchtigkeit annehmen und Aromen abgeben und dann schmeckt der durchgezogen noch besser. Also vielleicht sogar über Nacht durchziehen lassen. Genau, und jetzt mache ich hier, es sieht leider ein bisschen zerstört aus, aber es geht ja um den Geschmack und ihr könnt es zu Hause mit Sicherheit alle viel, viel schöner darstellen. Jetzt haben wir hier den Sour Cream Dip und ein bisschen von unseren Loburger Landeiern dazu und sehr lecker. Ich bin sonst eher der süße Typ, aber mit dem Ei, irgendwie mag ich Eier im Moment total, unsere Loburger Landeier natürlich. Und mit diesem säuerlich, also durch den Sour Cream Dip, so ein bisschen säuerlichen Dip, schmeckt das richtig, richtig lecker. Also ist eine ganz tolle Angelegenheit. Soll ich dir auch noch mal eine machen? Hast du den Dip schon probiert, den Sour Cream Dip von uns? Nee, tatsächlich nicht. Kann ich dir auch noch mal eine Stulle machen. Möchtest du da auch Ei drauf haben? Ja, gerne. Oder was? Nö, ich nehme auch. Genau. Und ich werde auch gleich noch mal eine neue Marmelade für mich probieren. Ich habe nämlich den Erdbeertraum mit Limette noch gar nicht probiert. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn den Erdbeertraum mit Limette schon mal probiert habt. Ich weiß, dass Erik da total der Fan von ist. Und Laura hat noch eine Frage. Genau, Rainer fragt, wo kommt die Leberwurst her? Die Leberwurst, das kann ich dir sagen, steht mit Sicherheit drauf. Die kommt aus Rövershagen, steht da. Nee, steht leider nicht drauf. Warte mal, ich guck mal nochmal. Unten ist leider auch nichts. Ja, aber eine Pommersche, sagt die liebe Laura. Laura kann auf jeden Fall mal schnell nachgucken. Die kann das nämlich gleich sagen und dann geben wir dir gleich eine Antwort dazu. Ich mache hier noch Lauras Stulle fertig. So, das Ei ist leider ein bisschen zerbrochen. Das ist aber nicht schlimm, weil es geht ja um den Geschmack. Und solange der herrlich lecker ist. Und ihr könnt auch sehen, wie weich das Brot ist. Das ist so unglaublich lecker. Und ich mag das ja, wenn Brot noch so richtig schön feucht und saftig ist. Ganz toll. Hier, liebe Laura, ich hoffe, du kannst noch mal verkosten.
Und Pamela fragt, ob du sie grüßen kannst. Hallo, liebe Pamela, ich grüße dich ganz lieb. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hast eine Menge Spaß und ja, guckst bis zum Ende mit uns. So. Laura. Also ich kann es bestätigen, es ist super lecker. Ja. Die Landeier sind super lecker. Der Dip auch sehr cool. Ich esse selten Dip auf dem Brot. Aber ist auch eine gute Idee. Ja, oder? Finde ich auch. Ist nämlich auch schön saftig, obwohl das unser Brot gar nicht nötig hat, weil das ganz toll saftig und luftig locker ist. Ich muss mal kurz schauen, was ich euch noch zeigen wollte. Ach, wir haben ja noch unser wundervolles, will ich schon wieder sagen, unser ganz, ganz tolles Karottenbrot. Das ist jetzt extra zur Osterzeit in den Online-Shop gewandert. Und ich liebe das. Also Laura und ich, wir haben jetzt schon uns beim letzten Mal das Karottenbrot geteilt. Das ist so lecker. Und unser Brot ist ja generell sehr saftig, aber das Karottenbrot ist durch die enthaltenen Karotten nochmal ein Tick saftiger und hält sich auch richtig schön lange. Und ich habe mir das jetzt eingefroren und mache das immer so, dass ich mir die Scheiben dann einzeln im Toaster nochmal erhitze. Also ich nehme die einfach tiefgekühlt raus und packe die dann in den Toaster und dann schmiere ich mir da einfach was drauf. Die gehen, das geht übrigens auch in süß. Also das Karottenbrot ist sehr salzig, aber ich mag das ganz doll, mir da entweder unseren Kinderschokotraum drauf zu machen oder unseren Wintertraum, den ich ja immer noch heiß liebe. Okay, und Laura hat noch eine Frage. Genau, Tanja hat eine persönliche Frage an dich, ob deine Arme bis oben hin tätowiert sind. Oh. Das werdet ihr dann im Sommer sehen. Nein, die Arme sind bis hierhin tätowiert und der Rest wird irgendwann noch folgen, hoffentlich. So, jetzt zeige ich euch aber mal unser tolles Karottenbrot, das lieben Laura und ich. Und wir haben das fast jeden Tag mit dabei auf Arbeit und essen das dann. Und ich habe mir das heute früh auch erst wieder zum Frühstück gemacht. Da seht ihr, dass da richtige Karottenstücken mit drin sind. Und dadurch ist das Brot super saftig. Und was ich so toll finde an dem Brot, ist es richtig schön salzig. Also ich mag das ganz doll, wenn Brot salzig ist und halt auch richtig schön nach was schmeckt. Das Dinkel-Fermentbrot ist etwas neutraler, auch super im Geschmack, aber halt nicht so intensiv. Und das Karottenbrot, das schmeckt richtig schön salzig und man schmeckt auch wirklich die Karotten so ein bisschen raus, aber jetzt nicht extrem. Und das ist echt eine tolle Mischung. Und ich glaube, ich muss Laura auch noch eine Karottenbrotstulle machen, nicht wahr? Ja, es hat schon jemand gefragt, wie viele Brote ich schaffe. Aber ich beiß immer wirklich nur ab. Also ich kann noch ein bisschen was kosten. Ja, ihr seht, bisher erst jeweils einen Bissen genommen. Aber das Challenge accepted. Möchtest du noch mal irgendwie... ich muss dir mal zeigen, Laura. Los, komm, wir probieren jetzt beide mal Erdbeere-Limette. So, den mache ich jetzt mal auf für euch. Und ihr hört es ploppen. So. Oh, es riecht total. Ich bin ja, muss ich sagen, ich glaube, der größte Osterkuchen-Fan, den es gibt. Da ist ja auch Limette dran. Und wenn ich jetzt hier gerade den Erdbeer-Limettentraum rieche, dann muss ich sofort wieder an den Osterkuchen denken und kriege da total Heißhunger drauf. Den gibt es übrigens auch einzeln im Online-Shop jetzt. Und dann mache ich hier noch eine schöne Karottenbrotstulle und ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber dieses salzige Karottenbrot zusammen mit Erdbeertraum ist echt eine Wucht. Und jetzt lasse ich erstmal Laura kosten. Mal gucken, was sie dazu sagt. Ja, und Laura hat noch eine Frage gleichzeitig. Genau, Pamela hat gefragt, ob es den Wintertraum noch gibt. Vielleicht kannst du das ja nochmal sagen. Liebe Pamela, ich bin total glücklich, dir sagen zu können, dass es den Wintertraum noch gibt. Ich weiß aber leider nicht, wie lange. Also es kommt jetzt wirklich, glaube ich, darauf an, wie schnell der sich ausverkauft. Hier haben wir ihn nochmal zu stehen und ich habe selber, ich glaube, in meiner Schublade im Kühlschrank sind noch 3 weitere Gläser. Ich habe neulich eins verschenkt, also sind es jetzt nur noch 2, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich muss dann morgen auch nochmal zuschlagen, weil der Wintertraum ist mein absoluter Favorit. Jetzt neu auch der Frühlingstraum, den mag ich auch ganz doll. Aber ich glaube, ich werde für immer der Wintertraum-Fan bleiben und den gibt es jetzt vielleicht noch so, was meinst du, Laura, vielleicht 3, 4 Wochen, je nachdem, wie gut er sich jetzt noch verkauft. Also da würde ich auf jeden Fall noch zuschlagen und mir den sichern. Und ihr bekommt, wenn ihr 3 Gläser Marmelade, Erdbeertraum kauft, in verschiedenen Sorten, dann zahlt ihr 10 Euro, also spart ein bisschen was, kann ich euch nur empfehlen. Und ich verkoste jetzt zum allerersten Mal den Erdbeer-Limettentraum und bin total gespannt.
Ich hab schon. Mhm. Und was meinst du? Es ist sehr, wirklich sehr erfrischend, muss ich sagen. Also, dass die Limette ist gar nicht so penetrant, ja, aber macht den Erdbeertraum noch mal ein bisschen erfrischend. Also für den Sommer stelle ich mir das richtig, richtig super vor. Und ich kann verstehen, dass viele von euch den richtig feiern. Und wie gefällt dir das mit dem salzigen Brot eigentlich? Ist eine tolle Kombi. Also ja, man kann auch Karottenbrot bzw. so ein bisschen salziges Brot mit dem Erdbeer-Limettentraum essen. Es schmeckt wirklich sehr gut. Ja, und weißt du, was mir gerade beim Verkosten eingefallen ist? Also ich bin auch Fan von, ich kann mich immer gar nicht entscheiden, welches mein nach dem Wintertraum mein Lieblings-Erdbeertraum ist, aber der ist auf jeden Fall auch ganz weit vorne. Und weißt du, woran ich gerade denken musste? Dass der schmeckt wie Erdbeertraum mit Sprite. Darf ich Sprite überhaupt sagen, oder? Ja, ne? Das klingt total komisch. Ich kann mich ja mal hinsetzen. Jetzt habe ich ja hier genug zubereitet. Schmeckt wie Erdbeertraum mit Sprite drin. Wirklich, ja, oder? Stimmt. Ist das so lustig? Also wirklich, klingt total abgefahren, aber es ist eine richtig gute Kombi. Und ich weiß nicht, wer immer auf all die verrückten Sachen bei uns kommt. Natürlich weiß ich, wer dahinter steckt. Also ein großes Lob an euch. Und Laura hat noch eine Frage, genau, sehe ich gerade. Mia hat gerade gefragt, welchen wir jetzt besser finden, den Erdbeertraum mit oder ohne Limette? Mia, das ist eine ganz schwere Frage. Ich kann gar nicht sagen, welchen ich besser finde. Was meinst du? Also ich bin ja eigentlich immer so ein Fan gewesen von Erdbeertraum pur. Ja. Aber Erdbeer-Limettentraum ist echt gut. Ja, oder? Ja. Das ist so, wahrscheinlich haben wir immer den, im Wechsel. Ja, den Erdbeertraum auch schon so oft gegessen, dass für uns die anderen Sorten dann einfach so eine Geschmacksexplosion sind. Und ja, also ich finde auch den Erdbeer-Limettentraum, der reiht sich ganz nah an den Frühlingstraum, aber mein Highlight und mein absoluter Liebling bleibt auf jeden Fall den Wintertraum, den ihr jetzt noch für so 2, 3, 4 Wochen ungefähr bekommen könnt, schätze ich, je nachdem, wie schnell der ausverkauft ist. Und so, ich gucke mal kurz, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich euch präsentieren wollte. Ich glaube aber nicht. Also unser wundervolles Karottenbrot habe ich euch gezeigt. Das war mir ein Anliegen, weil ich das wirklich liebe und selber jeden Tag esse. Da seht ihr auch, das ist richtig schön saftig und lecker. Und unser tolles Dinkel-Fermentbrot, was ganz luftig, locker, fluffig ist, das ist mit in unserer wunderschönen Abendbrotbox. Ich kann euch gerne nochmal zeigen, was da drin ist. Für 29 Euro bekommt ihr unsere Abendbrotbox. Und da habt ihr unser tolles Dinkel-Fermentbrot drin, was wirklich ganz saftig und lecker bei euch ankommt. Dann gratis mit im Paket sind unsere Karls Chips in der Tomate-Paprika-Variante. Unsere Totan-Salami, die haben wir jetzt noch gar nicht verkostet. Möchtest du die noch verkosten, Laura? Sollen wir die gleich noch aufmachen? Können wir machen. Ja, wir haben noch kurz einen Moment Zeit und machen natürlich auch noch die Totan-Salami für euch auf. Der Café de Paris-Dip, ganz tolle Angelegenheit, um eine Butter zu machen, aber auch das ursprüngliche Rezept ist ja quasi, dass ihr einfach nur Creme fraiche damit verrührt. Also einfach in Creme fraiche einrühren, das dann ein bisschen ziehen lassen und dann könnt ihr das herrlich als Dip benutzen für Brot oder auch zum Fleisch als kleine Beilage, so Art Soße. Ihr habt den Gurkentopf mit drin, den feinen Gurkentopf, der ist riesengroß, da ist ein halbes Kilo Gurken drin. Dann habt ihr unsere tollen Loburger Landeier, die von ganz, ganz glücklichen Hühnern kommen, die auf der Walnussplantage rumlaufen und den ganzen Tag frisches Gras essen. Dann habt ihr die Leberwurst noch mit drin und ja, das ist ein wundervolles Paket, um sich einen tollen Abend zu machen für 29 Euro. Und dann kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, unseren richtig leckeren Wintertraum mitzunehmen, der nach Vanille und oder mit Vanille und Zimt verfeinert ist und ganz köstlich schmeckt. Und ja, auf jeden Fall auch ganz große Empfehlung unser Erdbeer-Limettentraum, wo wir gerade gesagt haben, der schmeckt wie Erdbeere mit Sprite. Also ganz abgefahren, aber wirklich richtig köstlich. Also man mag es immer nicht glauben, wenn man das so liest vielleicht, aber es ist ganz toll. Hier seht ihr nochmal unsere Café de Paris-Butter, unsere schönen Loburger Landeier, die hier durchgekocht sind. Und dann, genau, Laura hat noch unsere schöne Erdbeerbrause mit verkostet. Laura ist ein großer Erdbeerbrause-Fan. Und ich mache noch mal ganz kurz für euch, ich weiß nicht, hast du unsere Truthahn-Salami schon mal gegessen, Laura? Nee. Nee. Ist alles für mich. Ganz einfach, hat sie nicht. Ach, alles sogar.
das ist ja schön. Bis auf den Café de Paris, den du schon seit Ewigkeiten liebst. Und möchtest du einmal selber ganz kurz dir dann noch was raufschneiden? Pass auf mit dem Messer, das sind die schärfsten Messer überhaupt. Genau, Laura verkostet gleich nochmal. Willst du noch eine neue Stulle haben? Nee, ich mach das auf den Sour Cream Dip. Okay, auf den Sour Cream Dip. Da bin ich ja mal gespannt, wie dir das dann schmeckt. Na, Truthahn Salami mit Sour Cream. Ich weiß nicht, wie das so schmeckt, aber die liebe Laura wird uns das gleich sagen, weil sie das jetzt in Kombination testen wird. Kriegst du das hin? Ja. Das isst Laura auch gleich alles noch auf. Also wir essen jetzt wirklich dann gleich noch hier in Ruhe Abendbrot. Und okay, soll ich kurz mal übernehmen? Soll ich den Gurkenwitz nochmal erzählen? Nee, jetzt ist die Laura fertig. Mal schauen. Was sagst du zu der Kombi? Die Kombi ist natürlich super. Ja. Ich glaube, ich mache mir nachher noch eine Stulle mit Café de Paris-Dip. Oder Café de Paris-Butter. Ja. Und der Truthahn-Salami. Ist wirklich ganz mild auch. Ja, wie so eine schöne Geflügelsalami, sag ich jetzt mal. Ja, mega. Das freut mich. Also wir werden uns gleich hier mit Vivi zusammen alle noch an den Tisch setzen. Und Erik will auch vorbei. Und Erik, ich hoffe, du hörst zu. Du kannst jetzt gleich kommen. Ich werde jetzt nämlich abmoderieren und dann kannst du dich gleich zu uns gesellen. Und dann essen wir hier noch in Ruhe auf. Und ich wollte euch eigentlich noch zeigen, dass ich mir mit meinem Erdbeernektar jetzt eine schöne Schorle gemacht hätte mit ein bisschen Mineralwasser dazu. Ist jetzt aber leider keine Zeit mehr für. Wir werden jetzt den Abend ausklingen lassen, essen noch Abendbrot und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Und es war schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, die wundervolle, mein Lieblingswort heute, Abendbrotbox. Das sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus. Die tolle Abendbrotbox, die könnt ihr jetzt bestellen für 29 Euro. Und vergesst auf jeden Fall nicht, euch den Erdbeer-Limettentraum mit dazu zu bestellen. Und den Wintertraum und alles andere mit. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und morgen ist die liebe Steffi dran. Und Steffi, die zeigt euch bei ihrem Einkaufsbummel die maritime Deko. Und die liebe Laura ist morgen auch dran. Ich habe es schon fast vergessen. Ja, ja. Ich habe morgen meine allererste Live-Show. Um 12 zeige ich euch meine Wochenhighlights im Vor- und im Rückblick. Und nehme euch ein bisschen mit in die TikTok-Welt. Also ich freue mich, wenn ihr dabei seid, morgen um 12 zu meiner Premiere. Ja, Laura, die zeigt nämlich die verrücktesten TikToks und dreht die verrücktesten TikToks. Wir rennen hier immer zusammen durch den Markt und ich bin total begeistert und baff von dieser TikTok-Welt. Also wenn ihr da noch gar keine Ahnung habt, schaut unbedingt rein. Es wird ganz, ganz spannend und verrückt und bunt und lustig. Und Laura wird euch, glaube ich, auch einen Kracher der Woche dann erzählen, weil wir haben letzte Woche so gelacht, als sie die Sachen vorgelesen hat. Also freut euch drauf. Seid morgen um 12 dabei und um 18 Uhr bei Steffi. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir lassen es uns jetzt noch schmecken und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich. Bis dann. Tschüss.